Ah, guten Morgen. Oh, Eier. Kürbisse, die kommen dann da rein. Häppla. So. Und dort setze ich meine Burg. Schöne große Seitenfenster natürlich, dass der Raum immer lichtdurchflutet ist, wenn der König hier sitzt, auf seinem Thron, auf seinem großen Thron. Ja, und Audienzen gibt. Und hier hat man dann nochmal einen super Blick über die gesamte Burg, was wir hier alles haben. Hier unten den Bauer, da ist Budi und der Michael und... Aber, ja, da ist halt auch bescheuerte Enderman, die einem den Weg kaputt machen. Mehrfach. Hier habe ich versucht, ein bisschen Korn anzubauen, hatte hier aber nur irgendwie immer meinen Stress mit genau diesem Problem hier. Hier nehme ich mein Wasser immer eingefroren ist. Da bin ich der Willkür des Schweines ausgeliefert. Gehen wir runter. Hunde, Katzen, Freilandschach. So, hier Hundi auf Hundebauer dahin. So. Zack. Und dann wäre der Gegner dran. Hoppla. Hier Katze auf Ding, Ding. Hier. So. Zum Beispiel wäre das dann. Ja, das sind Billardtische. Das ist natürlich mit dieser Textur. Sieht das ein bisschen seltsam aus, weil man jetzt hier durchgucken kann. Ich bin stolz. Yo, Bro. Yo. Ich habe ein Kreuz auf der Nase. Mach das doch mal weg. So. Ja. Da hinten ginge es weiter, aber das ist jetzt noch nicht dran. Deswegen schmeiße ich mein Schwert weg. Wer braucht schon ein Schwert, wenn er Freunde hat? Es hat sich etwas getan. Nämlich, hier steht eine Kiste und da sind Karten drin. Das dass man das hier mal so ein bisschen sieht. Hoppala, jetzt bin ich runtergefallen. Kronleuchter an der Decke. Deswegen machen wir einfach von vornherein hier schon mal einen Schwenk. Und dann sieht man schon, meine Güte, da ist was passiert. Huldigen wir dem einzig wahren Minecraft-Gott, dem großen Kronk. Da steht er mit seinem Diamant in der Hand. Diamanten! Hier überall nochmal oben reingucken. Kuckuck. Kuckuck. Den Kuckuck. So. Leslie Nielsen habe ich hier gedacht. Und Loriot. Steve Jobs liegt hier sogar, obwohl ich gar kein großer Apple-Fan bin. Junge, komm mal raus da. Sei doch mal nicht so. Ah, oh, da kommt auch schon der nächste. Ja. Den Spaß habe ich mir gegönnt. Hier noch. Ich habe ihn dann am Ende ausgetauscht gegen Glas, was irgendwie aufregender ist. Auch hier links und rechts ist noch Glas, um runter zu gucken. Was es jetzt für uns einfacher macht, das wird zwar jetzt ein bisschen laut, aber wir können hier das ganze Stück abkürzen und hier mal lang düsen. Abgesehen davon, dass diese Halle hier, zumindest hier hatten wir schon mal so den Ansatz, ein bisschen ist es ganz schön hoch, das Ganze. Da guckt mich schon so böse an, da will ich gar nicht langlaufen. Au! Ah! Au! Ah! Shit! Jetzt. Ja, also. Genau. So ist das geplant. Zack. Weil ich das doch gerne jetzt auch mal zeigen würde und auch jetzt gerne mal sehen würde, wie es funktioniert. Nein! Aua! Da falle ich hier runter. Das Parkhaus, das wir in der ersten Staffel hatten. Ja, wir kehren nun nach langer Zeit zu eben jenem zurück. Eis machen. Klong, 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 klong. Psch, Schwert fertig. Hier steht noch ein etwas abgemagerter Zwerg. Und bewacht hier einen Ausgang. Den haben wir jetzt eigentlich wenig Lust. Fuck! Da ist auch schon der erste Creeper hinter uns explodiert und hat irgendwie die ganze Inneneinrichtung auseinandergenommen. Aua! Ah, und der Creepelmann auch. Da machen wir jetzt die Plagegeister wieder aus. Schießen uns nochmal in den Arsch. Danke. Ich bin gespannt. Ich war aufgeregt. Ich ging hindurch. Und es regnete zu allem Übel auch noch. Ich sah Lochfraß.
Können Sie mal hier bitte ein bisschen... Warum guckt hier Stein raus? Das finde ich nicht schön. Das gefällt mir nicht. So gefällt mir das eher. Hier sieht man auch die goldene Glocke, die hier so da und drin hängt. Und auch da drüben hängt schon die goldene Glocke im Turm. Wir haben hier oben ein Kreuzerl auf dem Dach, wenn sich das gehört. All bei Nacht sind alle Leuchttürme grau. Da, mach doch mal dunkel. Machen wir schneller dunkel. Wenn Sie wollen, bauen Sie jetzt einen Zeitraffer ein. Ja, jetzt ist es dunkel. Ja. Ein großes, fettes Ding, wie es da schön am Strand steht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir es schaffen, hier reinzufahren, ohne das Boot zu zerstören, denn das ist momentan leider ein bisschen problematisch mit diesen Dingern. Ich sag's ja. Das war des Fischers Boot. Schade eigentlich. Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Ein guck doch noch. Der Herr Fischer hat hier oben eine kleine Terrasse. Da kann er so ein bisschen winken. Das nur so am Rande. Mein Badehaus. Das hat hier eine knallbunte Decke, weil wir das schön finden. Dann läuft das normalerweise irgendwann über. Das wäre natürlich nicht gut, wenn das überläuft. Zack. Deswegen geht das dann jetzt mal so. Ja, hier hat es Kessel mit Wasser, in Kesselbuntes quasi, läuft hier so durch. Hier ist sogar ein... Sieht das krass aus mit diesem Texturenpack. Voll verwirrend. Halt so ein, hier, ich gebe zu, ich kann nichts wegschmeißen. Ich bin ein Minecraft-Messi. Der ganz schlimmen Sorte. So, nebendran haben wir den Herrn für die Melonen. Nein, es ist kein Zuhälter, es sind echte Melonen. Das... Ende dieser zweiten Staffel. Da ist viel passiert, ja? Uah, Fackel. Komm, hier, wir sind aber ordentlich. Wir ziehen immer die Schuhe aus, weil man geht niemals nicht mit Schuhen in eine Moschee rein. Um das mal zu demonstrieren mit diesem Klo. Stürzen wir uns doch jetzt einfach mal die Toilette runter. Spülen wir uns doch mal selbst die Toilette runter. So. Das Ganze fließt hier so lang. Ups, und da spülen wir uns wieder die Toilette runter. Herzlich willkommen in Rom. Dies ist mein Kolosseum. Mo. Hoppla, Kuh weg. Die Kuh wehrt sich noch ein bisschen. So. Und irgendwann macht's zisch. Und mit ein bisschen Glück landet ein gebratenes Steak. Ja, genau so, so läuft das. Wir haben einen kaputten Helm, wir haben Diamanten und wir zahlen uns dumm und dusselig dafür, um den zu reparieren. Ja. So, hier sind wieder blöde Viecher. Mach mir mein Boot nicht kaputt. Ich hasse diese Viecher. Hui! Das kommt im Dunkeln natürlich schöner. Aber jetzt ist es schon wieder hell. Hui! Lasst die Spiele beginnen. Ich kann hier so ein bisschen Daumen hoch, Daumen runter spielen. Es wird Zucht hier draußen. Seid aber ein bisschen ruhig, es ist Nacht, die Leute schlafen, verdammt. Nicht zum Aushalten. So, da geht's doch schon los. Und jetzt beginnt die Arena-Party. Einmal Zombie, zweimal Zombie. Das ist schon alles. Ist ja... ja, mächtig öde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, das geht hier ab. Die Fledermaus ist aus dem Häuschen. Nein, ist sie nicht, denn sie kommt ja nicht raus aus dem Häuschen. Sie ist immer noch in dem Häuschen. Arme, kleine Fledermaus. Tick, 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 tick.
wieder los hier? Lasst mich. Und klein und eng ist was Schönes. Gut, das mag dem einen oder anderen, wenn ich das so sage, komisch vorkommen. Ist ein Balkon-Dong. Aber klein und eng ist was Feines. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und wer jetzt hier seltsame Gedanken hat zum Thema klein und eng, den lassen wir einsperren. So, das war nur ein Gag, da hatte ich einen Bus drauf, da hat gerade ein Miau gemacht, noch mehr gemacht, wir sind also unterm Haupthaus durch und... Ja, ich hatte mit allem anderen auch keinen Platz mehr, ich musste mir einfach ein Lagerhaus bauen. Juhu! So, welchen Weg wählen wir? Wir wählen diesen. Flack! Nein, wir wählen ihn nicht, wir kommen nämlich nicht rein. Die goldene Halle, könnte man fast schon sagen, ist ein bisschen vielleicht an Meduseld von Rohan angelehnt. Deswegen auch da so Brunnen und so. Und da steht dann auch nochmal das Schild Auenland. Oh, da ist ein Reitschwein. Direkt neben der Festwiese mit dem Feuerwerk. Bau! Toll. Hier hängt eine Uhr zumindest schon mal. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch nett. Dem Haus steht da krass gut. Zuckerrohr, wo diese blöde Kuh drin steht, die da nichts zu suchen hat. Cookie Cookie. Immer schön mach ich Cookie Cookie. Cookie Cookie. Und das Ganze, weil wir so schön hygienisch sind, fließt hier einfach mitten in irgendeinen See außerhalb der Stadtmauer. Tu die Folge aus jetzt. Los. Tu sie mal die Folge aus. Ich weiß nicht, was ist da? Meine Güte. Es kann nicht sein, dass die alles hier noch rumläuft, du. Jetzt muss ich mal die Folge aus, ne? Bisschen an die Katze. Jetzt habe ich sie aufs Bett geschoben und gute Nacht. Toll. Katzenarschbild. Scheiße. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem absoluten Mega-Kracher. Schlechthin. So, und da gibt's jetzt hier... böse Mäuse. Auch noch. Blöd! Miau, miau. Aha, ausgetrickst. Aha, auf die Schnauze gelegt. Lass mich durch! Ich bin Arztkatze, ich muss hier durch. Dabei wird es von einem nervigen Besen genervt. Macht Sinn, ne? Ein nerviger Besen, der nervt. Au. Fang die Maus. Ja, und das gibt dann voll Punkte. Und dann schmiert die Katze erstmal hinten wieder ab. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Au. Au. Ich bin hier, Schnucki, ich bin hier, komm zu mir, Küsschen! Yeah! Oh, Minikatzen! Au, hast du gedacht? Oh, Käse! Uah, Hund! Ja, und schon wieder tot. Ja, das reicht dann aber jetzt auch. Jetzt habt ihr das gesehen. Das ist das absolute Party-Mega-Spiel. Tja, dann gehen wir mal, wie uns befohlen. Wenn wir es gebacken kriegen. Wenn wir hier nicht nutzlos im Kreis langlaufen. Machen wir es halt so. Da ist ein Wald. Da gehen wir jetzt mal hinein. In den Wald. Mal gucken, was wir hier so finden. In dem Wald. Vielleicht gibt es hier Eichhörnchen. In dem Wald. Oder andere Tiere. In dem Wald. Ein Schwan. Mir schwant Übles. Die Schwanzfeder von der Eule blockieren mir die Sicht. Muss aber eine fette Eule sein. Schläft tief und fest. Nimm deinen Stab und box sie runter. Sei doch mal nicht so unflexibel. Oh, Gebüsch. Ich könnte sie natürlich öffnen, aber ich glaube, das gibt eine ziemliche Sauerei. Überraschung. Tja, da stehen wir nun also. Mit unserem Stab in der Hand.
vor einer Webstuhlwand. Aber warum ist es aus Diamant und nicht aus Glas? Das wissen wir nicht. Das ist das Konundrum. Das ist das Konundrum. Blöder Klugscheißer. Oh, hallo? Ich, Dummerchen. Das kommt davon, wenn man's eilig hat. Irgendwie sind hier nur Bekloppte unterwegs. Ich will doch lesen, was auf dem Schild steht. Nein, jetzt sind wir heute wieder schlau. Du musst wieder zurück, bevor du gehst. Kuckuck. So, wo komme ich denn jetzt hier hin? Mal sehen. Darüber. Ah, Feuer! Tor offen. Ah, raus. Okay, vielleicht doch nicht. Ein Versuch, was wäre wert. Ich fand mich gut. Seine Eminenz hat dich was gefragt. Ich weiß und ich hab's ignoriert. Feuer, Feuer. Bin noch nicht alt genug, um zu trinken. Ja, den Kelch erstmal voll Wein füllen, aber dann bin ich noch nicht alt genug zum Trinken. Ah, jetzt kommt der Indianer wieder. Ich gehe einfach weiter. Ich liege hier rum, ruhe mich etwas aus. Da kommt dieser seltsame Junge an und entscheidet sich, mit mir die Kleider zu tauschen. Ja, gut. Ich denke mir, na und? Hab mal ein bisschen Spaß, kann sich später ja zurücktauschen. Hallo Sie. Den mag ich nicht, der macht mir zu viel Krach. So, vielleicht sollten wir auch dieses Loch hier mal schließen. Das sieht ja aus hier. So, wieder Ordnung gemacht. Ah, Feuer, 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 Feuer. Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine ganzen Freunde auf dem Gewissen. Endlich habe ich Freunde gefunden und jetzt sind alle tot. Dann will doch nie wieder jemand Freund sein mit mir, wenn ich meine Freunde immer umbringe.